Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir das Enduro-Bike geschnappt und bin nach Bad Salzdetfurt in den Bike- und Outdoor-Park gefahren. So nennt sich das Ganze hier. Recht herbstlich, überall liegt Laub drauf, aber ich würde sagen, ich gucke mir hier alles mal an. Wie man hier schon sieht, sind hier überall solche Holzelemente. Da drüben sehe ich dann noch die größeren Sprünge. Mal gucken, was heute geht. So eine ganz kleine Drop-Batterie hatte ich auch schon entdeckt, aber naja, gut. Alles mal anschauen, mal gucken, was sich abfahren lässt. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt dran und wir schauen uns das zusammen an. So, dann nehmen wir doch mal eine von den etwas einfacheren Lines. So vielen Holzelementen. Wie war das denn mit der Pfütze? Auch schön. Dann hören wir das mal wieder. Hoch über den ersten. Über den zweiten. Und schon ist man wieder unten. Sehr schön. Die Leine klappt doch schon mal ganz gut. Ich filme jetzt einmal den Jan, einen der jungen Locals hier. Sehr schön. Okay, ich bin jetzt mal rüber in den anderen Teil. Bei einer Größe von Sprüngen, wie ich es auf jeden Fall schon mal nicht mehr mache. Und wie man sieht, geht es hier noch deutlich weiter. Hier kommt noch wesentlich mehr. Das werde ich mir jetzt auch gleich noch mal angucken und vielleicht mal so eine kleine Line hier ausprobieren. Und ein neuer Versuch. Ich will mich hier noch mal probieren. Vielleicht kriegt man ja hier doch noch mal ein bisschen was hin. Aber wir probieren es trotzdem noch mal.
Naja, gut. Nicht super, aber für meine Verhältnisse schon ganz in Ordnung. Müsste ich eigentlich viel öfters machen. Hier ist auch noch so eine kleine Drop-Batterie. Da springen wir doch jetzt auch einfach mal drüber. Einfach nur, um ein bisschen das Droppen zu üben. Schön gemacht. So, ich sehe hier gerade noch, hier gibt es auch den Rollercoaster Float Trail. Den probieren wir doch auch einfach mal aus. Mal gucken, was der so bietet. So, ich bin jetzt auf diesem, scheint wohl sowas wie ein Rundkurs zu sein, unterwegs. Jetzt gehen es einige Kurven hoch. Und jetzt geht es auch gleich wieder welche runter. So, bin ich ja mal gespannt, was noch kommt. So, jetzt bin ich hier an dieser Infotafel angekommen, die dann irgendwo mittendrin steht. Aber okay, ich würde sagen, wirklich ein Rundkurs und ich fahre mal weiter. So, jetzt kommt wieder ein Bergabstück. Baumstämme. Okay. Und wieder einmal. Okay, ich bin oben angekommen, ging doch weiter rauf, als ich dachte. Ich würde sagen, Kamera festklemmen, Sattel runter. Ich glaube, ein bisschen schwereren Gang. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Strecke doch mal an. So, Erstbefahrung. Das Ganze voll mit Laub bedeckt, also ideale Bedingungen. Und dann würde ich sagen, let's go und ein bisschen Spaß haben, ne? Nicht mit dem Schwung. So.
Schon nicht. Ach, und das Ganze sogar mit ein bisschen Ausblick. Herrlich. Gut. Oh, bitte. Falscher Winkel. So, ich sehe schon, sind wir schon am Ausgang. Okay, da sind wir auch schon am Ende von dem Video angekommen. Ich war heute in Bad Salzdetfurt in der Bike- und Outdoor-Anlage oder Park, wie sich das Ganze nennt. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Hier kann man wirklich gut das Trocken üben. Geht sehr gut hier über diese Nordshore-Elemente. Auch die Strecke der Rollercoaster hat mir gut gefallen. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr dürft das Ganze natürlich auch kommentieren und seid ihr bei mir neu auf dem Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und deswegen würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.